Ja, damit hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem Hamburger SV. Ich darf hier oben die beiden Cheftrainer begrüßen, Christian Titz und Dirk Schuster. Herr Titz, wie immer gebührt das erste Wort den Gästen, weshalb ich Sie um Ihre Analyse zum Spiel bitten darf. Ja, ich finde, wir sind in ein gutes Spiel reingekommen, haben gut die Spielkontrolle aufgebaut, machen dann auch zwei sehr schöne Tore, gehen 2-0 in Führung, kommen aus der Halbzeit raus, wollten natürlich dann auch das Ergebnis zunächst mal auch so stehen lassen, wussten wir, werden eben in der Dauer des Spiels auch unsere Konterchancen bekommen, haben dann, da schaust du beim Spiel mal auf die Uhr, so nach 37 Minuten der zweiten Halbzeit habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt passiert nichts mehr im Spiel, jetzt kriegen wir vielleicht sogar noch eine gute Kontermöglichkeit, haben da, fand ich trotzdem auch hier und da mal fahrlässig gespielt, weil wir zu viel Klein-Klein hatten, wenn wir den Ball hatten, und dann ist etwas passiert, was im Fußball oftmals vorkommt, aus einer Standardsituation bekommst du ein Gegentor, dann passiert was im Kopf, was nicht ganz so leicht erklärbar ist, und dann wird es nochmal etwas hektisch, dann haben wir das aber überstanden. Und wenn ich das Ganze betrachte, finde ich, dass wir heute als verdienter Sieger vom Platz gegangen sind. Ich wünsche trotzdem dem SV Darmstadt 98 auch für die Zukunft alles, alles Gute. Vielen Dank, Dirk. Deine Analyse zum Spiel bitte. Ja, erstmal guten Abend. Ich glaube, vom Beginn des Spiels hat mein Kollege recht, dass der HSV besser im Spiel war. Das wussten wir aber auch, dass wir zum großen Teil erstmal viel investieren müssen, hinterherlaufen müssen, sauber verteidigen müssen aggressiv in den Zweikämpfen sein sollten. Ich denke, trotzdem hatte bis zum 1-0 der HSV nicht diese hundertprozentigen Möglichkeiten, uns einen einzuschenken, durch taktisches Fehlverhalten. Unsererseits haben wir dann den Führungstreffer der Hamburger begünstigt. Ist natürlich dann schwierig, gegen eine sehr handlungsschnelle, ballsichere Mannschaft entsprechend Druck aufzubauen. Entsprechend auch das Spiel so zu machen, dass man Möglichkeiten bekommt. Das war in der zweiten Halbzeit von unserer Seite bedeutend besser, wo wir 4 Einschussmöglichkeiten hatten. Im Detail, glaube ich, war das ein Kopfball vom Serda. Der Schuss vom Tobi Kempe frei vom Torwart. Aytaç Sulu kommt nochmal frei aus 8-9 Meter zum Abschluss und Marcel Heller, sein Schluss wurde abgefälscht, wo es dann aber keine Ecke gab. Auch der wäre hinten reingegangen, voraussichtlich. Aber das sind alles hätte, wenn und aber Szenarien. Für uns hat es nur noch zum Anschlusstreffer gereicht. Trotzdem, die Mannschaft hat bis zur letzten Sekunde nie aufgegeben, hat weiter Vollgas gegeben, hat einen gegen schwer zu bespielbaren Gegner auch alles versucht, noch einen Punkt hier zu behalten. Ich denke, dass wir von der Defensivarbeit einen großen Schritt weitergekommen sind als noch im letzten Spiel gegen Holstein Kiel, dass wir da bedeutend enger am Mann waren, kompakter in den Räumen waren und da diese Aufgabe auch besser gelöst haben. Ich möchte jetzt nicht unbedingt von einem verdienten Sieg des HSV sprechen. Ich sehe das ein klein wenig anders, aufgrund der Chancen, die beide Mannschaften im Spiel hatten. Ich glaube, die etwas effizientere Mannschaft hat gewonnen und das fühlt sich natürlich für uns nicht so gut an. Ich denke mal, die Länderspielpause ist jetzt für uns ein willkommener Anlass, so ein bisschen die Reset-Taste zu drücken, auf dem Weg der Defensivarbeit, wie wir es heute gezeigt haben, weiterzugehen, etwas kaltblütiger unsere Chancen zu nutzen, auch Umschaltmomente nach Balleroberung in der ersten Halbzeit, die wir durchaus hatten, die wir dann aber nicht mit der nötigen Präzision gespielt haben, um das Tor vom HSV in Gefahr zu bringen, besser ausspielen, sodass uns da schon ein bisschen Arbeit vor der Brust steht und wir auch dementsprechend weiter konzentriert und hart arbeiten werden. Christian, erstmal Glückwunsch noch zu den 3 Punkten, wie den gesamten HSV, euch für einen weiteren Saisonverlauf alles Gute und dann auch noch eine gute Heimreise. Vielen Dank. Dankeschön. Dirk, wenn es nun Fragen gibt, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Das Mikrofon kommt da in der zweiten Reihe. Ihr Name und Ihr Medium, bitte. Kai Ubenze von Bild in Hamburg. Die Einwechslung in der 42. war ja, wenn es keine Verletzung war, und das soll es ja nicht gewesen sein, ungewöhnlicher Moment, aber hat sich ja relativ schnell noch vor der Pause, wo man vielleicht normal gewechselt hätte, ausgezahlt. Warum haben Sie den Wechsel 3 Minuten vorverlegt? Also die Wechselabsicht, die haben wir schon deutlich vorher gehabt, aber bis dann der Spieler hier gewesen war und bis wir dann eine Einwechselmöglichkeit gehabt haben, hat es sich ein bisschen hingezogen. Aber es war ganz einfach so, dass wir den Eindruck hatten, dass Tatsu heute nicht zum Spiel drin war und
ich der Meinung war, Khaled kann uns in der Situation helfen, gerade wenn wir so in die Tempo-Gegenaktion kommen und er dann nach innen reinzieht. Dass das natürlich dann direkt so eine Minute später so gut klappt, das kann man auch nicht vorher planen, freut uns aber natürlich umso mehr. Stefan Köhnlein von der dpa. Frage an Herrn Schuster, auch zwei Personalien, das eine Tim Rieder musste verletzt raus, gibt es da schon irgendwelche Hinweise? Und das andere ist Sandro Sirigu, haben Sie ihn rausgenommen? Sportliche Gründe, taktische Gründe, was war da? Weder sportliche noch taktische, hat in der ersten Halbzeit an unserer Auslinie einen Schlag bekommen, auf dem Fuß, der angeschwollen war, in der Halbzeit schon massiv Probleme hatte, es nochmal probieren wollte. Uns aber dann ziemlich schnell signalisiert hatte, oder meinem Kollegen Frank Steinmetz hinten auf der Rechtsverteidigerposition, wo er die eigenen Ersatzspieler, Ergänzungsspieler warm gemacht hat, dass er nicht weitermachen kann, dass es nicht mehr geht. Und Frank Steinmetz kam dann auch direkt mit dem Jovin Jones zu uns gelaufen, sodass wir da auch noch ein bisschen Zeit gespart haben. Nein, es waren verletzungstechnische Gründe. Und bei Tim Rieder, er war an der Leistungsgrenze, konnte nicht mehr so die Sprints ziehen, da die Muskulatur ein bisschen zugemacht hat. Gegen Naray auf der Außenposition ist das aber zwingend erforderlich und er hat dann selber von sich aus gesagt, dass es nicht mehr geht. Da vorne ist auch ein Handzeichen. Kai Schiller vom Hamburger Abendblatt. Herr Tietz, wie groß war für Sie persönlich die Erleichterung, als dann irgendwann nach dieser Drangphase dann der Schlusspfiff kam und der 2-2-Sieg feststand? Ja, natürlich war ich froh und glücklich. Glücklich natürlich, dass wir heute 3 Punkte geholt haben. Glücklich für die Mannschaft, dass sie jetzt auch nach den Tagen, die jetzt nicht ganz so angenehm für sie waren, eine gute Antwort auf dem Platz gezeigt haben. Weitere Handzeichen sehe ich nicht. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen unseren Gästen natürlich eine gute Rückreise. Dankeschön. Danke.